Jo, schönen guten Tag, die Ära ist wieder da. Wir spielen Elex. Wir haben einen Arena-Kampf gemacht und wir haben vor allem sogar gewonnen und sind jetzt immer noch hier in Tavar. Und ich muss ehrlich sagen, ganz üble Gegend. Also es ist nichts, wo ich sage, hier, das wäre was für den Urlaub oder so, das sollte man lassen. So, defektes Triebwerk, Macht der Verteidigung des Lagers. Ich muss mal schauen. Ein Handvoll neue Erkenntnisse, bla. Tavar, Machtspielchen. Ich soll William seine Herausforderungen mitteilen. Bullet hat mich gebeten, William Langefinger. Wir machen mal das. Wir müssen jetzt mal anfangen, hier ein paar Quests zu machen. Mal ein paar IP abfarmen wäre jetzt mal dran, damit wir dann endlich mal im Waffenbereich auch ein Stück vorwärts kommen hier. Das nützt ja wohl nichts, wa? Na, wer bist du denn? Hey du, hast du ein paar Splitter für mich? Scheiße, Red. Geh für dein Geld arbeiten. Wer hat dich denn gefragt? Wieso sollte ich? Ich sehe vielleicht nicht so aus, mein Freund, aber du solltest dich mit mir gut stellen. Bald wird hier schon ein anderer Wind wehen. Und wenn die Ratten das sinkende Schiff verlassen, dann wird diese Ratte die Löcher stopfen und das Schiff behalten. Und glaube mir, das wird passieren. Also, wie sieht's aus? Hast du es dir anders überlegt? Vergiss es. Wie du willst. Du solltest dir merken, dass man es ohne Freunde nicht weit bringt. Aber du hast eine Entscheidung getroffen und wer bin ich, sie in Frage? Nee. Das machen wir nochmal neu. Leute, tut mir leid, das laden wir nochmal rein. Ich bin jetzt kein großer Fan, aber ach, 50 Splitter am Arsch. Und dann möchte ich da wenigstens... Ja, nein, das machen wir. Wir machen das, komm. Wo ist denn das Problem? Es sind 50 verkackte Splitter. Die gebe ich ihm einfach und gut wird sein. Wenn das Ray doof findet und Red... Na, das muss ja nicht sein. Hey du, hast du ein paar Splitter für mich? Scheiße. Ja. Klar. Danke dir. Ich sehe bald und... Okay. Interessant. Ja, ein paar Freunde kann man immer gebrauchen, auch wenn es nur kleine Luschis sind. So. Oh, was ist das denn hier? Ist das eine Art Garten oder was? Hier wohnt der Biogärtner. Hier will ich mal gucken. Was für ein Gemüsegarten. Das sagt mal einer, nur die Berserker hätten einen grünen Daumen. Na gut. Und dann schauen wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Spannend, hier komme ich nicht rein. Hallo, Kundschaft. Hier tanzen wieder die Puppen. Hey, Hank. Schlechte Nachrichten. Unsere Karawane wurde von den Alps überfallen.
Psst, bist du wahnsinnig? Du saunest doch noch lauter raus. Ich hab mir schon sowas gedacht, weil ihr so lange gebraucht habt. Wir müssen es den Leuten sagen. Die Leute müssen erfahren. Verdammt, Kit, hältst du jetzt die Klappe? Wenn die Leute wüssten, dass wir Probleme mit dem Nachschub aus Abessa haben, könnte es zu einem Aufstand kommen. Aber wir müssen es dem Duke sagen. Wir können doch nicht einfach... Entweder du hältst jetzt sofort die Klappe, oder ich bringe dich zum Schweigen. Nein, das geht nicht. Die Leute müssen es erfahren. Wir müssen handeln. Verdammte Scheiße, jetzt reicht es. Du wirst mich noch kennen. Oje, oje. Da war er direkt tot. Was ist nur los mit dir? Jetzt reicht's. Kluge Entscheidung. Genau. Mach, dass du lang gewinnst. Mit ihm kann ich nur über den Tresen sprechen. Wenn du was von den Mädels willst, sprich selbst mit ihnen. Oder bist du hier, weil du was zu beißen willst? Dann musst du warten, bis du an der Reihe bist. Allerdings ist mir deine Nase noch nicht untergekommen. Du hast deine Ration wohl immer woanders besorgt, was? Ha! Wenn ich dich so angucke, wird mir auch klar, warum. Du bist vor kurzem durch die Wüste gestreift. Mit nichts auf der Naht. Und da musstest du das fressen, was du am Wegesrand auflesen konntest. Ich hab deine Warenkisten von der Karawane. Das ist ja schon immerhin etwas. Aber du Idiot hast zugelassen, dass Kit hier ins Lager gekommen ist. Und jetzt verschwinde. Hey. Du hast Kit getötet. Ganz richtig. Ich hatte keine andere Wahl. Und wenn du mitbekommen hast, warum, dann solltest du unbedingt die Schnauze halten. Sonst passiert mit dir das Gleiche. Alles klar? Bist du der Koch hier? Ich? Der Koch? Haha, im Leben nicht. Aber ich gebe die Rationen aus. Du musst wissen, der Duke kümmert sich um seine Leute. Und wer für den Moment nichts zu beißen hat, der bekommt sein Fressen bei mir. Und woher bekommt ihr das ganze Zeug? Unsere Fledderer streifen durch die Wüste und holen dabei alles Essbare aus den Ruinen. Sei es ein paar alte Büchsen oder streunende Viecher, die einen guten Braten abgeben. Mehr gibt es zu dem Thema auch nicht zu sagen. Wenn du zu uns gehören würdest, dann könntest du dir bei mir deine tägliche Ration abholen. Aber weil ich einen guten Tag habe, mache ich für dich mal eine Ausnahme. Hier, nimm. Zeig mir deine Ware. Okay. Schnapsbrot, Lebenssaft. Tja. Das ist natürlich die Frage. Jetzt sag nicht, du bist mein nächster Kunde. Hallo. Ich bin ja einiges gewohnt. Aber du siehst mir nicht gerade aus wie... Na, wie die anderen eben. Ich gefalle dir nicht. Nicht wirklich. Aber mach dir nichts draus. Dass du nicht mein Typ bist, sagt dir nichts über deinen Charakter aus. Also nimm es nicht zu persönlich. Du hörst doch sicher eine Menge Gerüchte. Da ich hier ziemlich viel Kundenkontakt habe, bekomme ich natürlich einiges mit. Aber wie du weißt, ist nichts auf der Welt umsonst. Ja, ja, ich weiß. Dir macht es nichts aus, deinen Körper zu verkaufen? Ich versuche es positiv zu sehen. Es sorgt für die nötige Abwechslung und ich mache einen guten Schnitt dabei. Es Logisch. Ist die einzige Arbeit, von der ich etwas verstehe. Nennt doch nicht Arbeit. So gesehen hast du recht. Nicht wahr? Aber ich muss dich enttäuschen, Schätzchen. Du eignest dich nicht für diese Art von Arbeit. Der Vorteil an meinem Beruf ist, dass man Menschen kennenlernt, die einem mehr bedeuten als ein paar Splitter. Wie meinst du das? Von Liebe verstehst du wohl nicht viel. Ich rede von Liam, einem meiner Stammkunden. Und ausgerechnet er ist an diese Schlampe Iron Madison vergeben. Oder besser gesagt, er gehört diesem Dreckstück da von haben einer wir das doch auch mal rausgefunden. Erzähl mir mehr über Iron Madison. Ich könnte dir erzählen, dass sie eine Zeit lang das Bückstück vom Duke war. Aber der hat schon vor einiger Zeit das Interesse an ihr verloren. Und jetzt braucht sie jemand anderen, der es ihr besorgt. Und dann nimmt sie natürlich den Kerl, der sich nicht wehren kann. Leider genießt sie noch immer einen guten Ruf beim Duke, was es schwer macht, ihr beizukommen. Warum willst du unbedingt mit Liam zusammen sein? Ich gebe dir bestimmt keine Nachhilfe in Sachen Liebe.
Aber vielleicht verstehst du es, wenn ich dir sage, dass ich irgendwann nur noch für einen Mann da sein möchte. Mhm. Aber solange Iron Madison mir im Weg steht, sehe ich keine Zukunft für ihn und mich. Ich kann dir helfen, dein Problem mit der Gefängniswärterin zu lösen. Ich will nicht, dass es gelöst wird. Ich will, dass sie stirbt. Alles andere kommt nicht in Frage. Wenn also deine Lösung darin besteht, mit ihr zu reden, brauche ich deine Hilfe nicht. Ich erledige das. Umsonst. Umsonst? Niemand macht dir etwas umsonst. Ich schon. Also ein wenig sprachlos lässt du mich ja schon zurück. Es wird übrigens bestimmt nicht leicht, dir das Messer an die Kehle zu setzen. Ein offener Kampf kann dazu führen, dass du das halbe Fort im Nacken hast. Auch wenn sie nicht gerade oben auf der Beliebtheitsskala steht. Wie soll ich Iron Madison töten? Ich dachte, du wärst ein Experte in diesen Dingen. Aber du könntest sie so sehr provozieren, dass sie dich attackiert. Da ist die Chance am höchsten, dass sich niemand anderes einmischt. Greifst du sie einfach so an, kann es sein, dass manch einer hier mitmischen will. Das wäre dann dein Todesurteil. Okay. Wegen der Gerüchte. Denk dran, alles, was ich dir erzähle, hat seinen Preis. Ja, ist klar. Hast du etwas über geklaute Stims gehört? Du meinst den Diebstahl bei Doc? Nein, ich glaube nicht. Denk noch mal scharf nach. Lass mich mal überlegen. Ja, doch, da fällt mir was ein. Ich glaube, ich habe eine Idee, wer für den Diebstahl bei Doc verantwortlich sein könnte. Ich höre. Scrappy. Von dem habe ich mal welche gekauft. Das Zeug ist zu gut gewesen, um von einem Müllsammler selbst hergestellt worden zu sein. Wo finde ich ihn? Unterhalb der Schlucht. Dort, wo wir unseren ganzen Müll hinschmeißen. Alles klar. Okay. Da fällt mir nichts zu ein. Ich trinke die schon ganz gerne. Und hier eine Verbandstasche nehme ich auch mit. So, gibt's denn hier noch was? Also das scheint tatsächlich nicht mehr ganz so schlimm zu sein. Bei Gothic wäre jetzt wahrscheinlich wieder die ganze Stadt angetreten und hätte uns auf die Fresse gehauen. Das geht. Ein kleiner Werberstein. Ah ja. Sanftes Klopapier. Oh, das ist eine Freude für meinen Anus. Ein sanftes Klopapier, welches meinen Enddarm umschmeichelt. Ein alter Lieferschein. Was ist denn das für ein alter Lieferschein? Alter Lieferschein. Eingang. 1 Million Patronen. 10 neue Panzer von ZAAU. Oh, ich möchte bitte auch ein paar Panzer von ZAAU. Wenn möglich fahrtüchtig. Okay. Den Schnaps hier können wir einfach so nehmen. Du hast es nötig, was? Schnaps hat man immer nötig. So, okay. Ja, jetzt bin ich hier schon 3 Einheiten lang, also 3 Folgen lang, nur in diesem komischen Dorf unterwegs. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist einfach noch nicht alles geschafft hier. Jetzt bestimmt noch 180 Typen, die mich blöd gefallen lassen. Ich saß gestern 3 Stunden auf der Schüssel. Your love is like bad medicine. Bad medicine is what I want to do. So. Na, ja, dann müssen wir wieder speichern. Ja, mal gucken. Aber jetzt geht's ja so langsam wieder los. Jetzt ist die Frage, wie ich diese Iron Madison wirklich killen. Eigentlich schon, weil die ist echt unsympathisch.
Habe ich schon erwähnt, dass ich das Jetpack mag? Das ist echt geil. So, guten Tag. Hast du vielleicht was zu fressen für mich? Ich habe heute noch nichts finden können. Wäre schön, wenn du eine Dose für mich hättest. Das kriege ich hin. Hier. Danke, mein Freund. Das werde ich dir nicht vergessen. Was willst du denn vom alten Scrappy? Cindy hat dich verraten. Du stiehlst aus dem Vor. Natürlich stehle ich aus dem Vor. Viel zu handeln kann man aus dem Schrotthaufen nicht herausholen. Vermutlich redest du von dem Diebstahl bei Doc, richtig? Ja. Das musst du verstehen, Junge. Manchmal findet man schöne Sachen in dem Müll, aber manchmal eben auch nicht. Da muss der alte Scrappy eben erfinderisch werden. Es kann doch niemand von einem alten Mann erwarten, alleine von Müll zu leben. Du solltest dem Doc seine Stims zurückgeben. Und verrätst du mir auch, warum ich das tun sollte, Junge? Ich bezahle dir die Stims. Na, wenn das so ist. Hier, bitte. Es war mir eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen, der Herr. Entzündet. Wovon ernährst du dich hier? Na, rate mal, Jungchen, von dem Müll, den die feinen Herren oben im Fort hier runterschmeißen. Meistens lässt es sich davon ganz gut leben. Und wenn sich mal was Brauchbares findet, das man nicht essen kann, dann tausche ich es ein. Ich handle regelmäßig mit Ryder. Der lebt auch hier draußen. Da er Jäger ist, gibt es auch für mich ab und zu mal ein gutes Stück Fleisch auf den Teller. Da fällt mir ein, er bekommt noch etwas von mir. Würdest du mir den Gefallen tun und Ryder für mich bezahlen? Ich gebe dir natürlich alles mit. Ich gehe für dich zu Ryder. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich bin froh für jeden Gang, den ich nicht machen muss. So eine Wanderung durch die Wüste ist nichts mehr für mich. Ja, nimm die Bezahlung für Ryder und bring mir mein Fleisch. Dann bekommst du deine Belohnung. Okay. Okay, ja. Der Vorteil ist, jetzt gibt es tatsächlich jede Menge Quests und irgendwie jede Menge zu tun für uns. Das finde ich persönlich ziemlich cool. So, wir haben die langen Finger erledigt. Eine versprengte Einheit. Da können wir ja mal gucken, wo müssen wir denn dahin? Das ist da oben. Können wir ja erstmal. Ja, wir müssen jetzt machen jetzt mal alles, was hier so draußen sich so abspielt. Eine Fleischgrille. Ja, und dann geht das wieder mit dem Viehzeug los. Das Biest kaufe ich mir. Das gesehen, das war gar nicht mal schlecht. Zumindest war es nicht mit unheimlich viel Tod und Leid verbunden, was ja bei mir schon was heißt.
Ja, und die haben alle ein bisschen Splitter für mich. Das ist immer ganz nett. Und weil ich gerade so eine große Fresse hatte, ist das jetzt auch der Zeitpunkt, wo ich die Folge wieder beenden muss. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es gefällt noch dem einen oder anderen. Mich fasziniert diese Welt nach wie vor. Auch wenn es jetzt viel Gelaber war in letzter Zeit. Aber ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Der Ära.